Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Control mit dem Ralf. Und wir sind hier. Ja, wir sind immer noch im Keller. Gucken nach den Russen, ob hier Russen im Keller sind. Wer die Anspielung findet. Eckhart! Ich glaube, die Russen sind da. Geh mal in den Keller gucken. Ich bin im Keller, ich geh mal gucken, ob die da sind. Nee, wir sollen nach dem Hausmeister hier unten suchen und haben eine neue Fähigkeit bekommen. Hui, ein Dash. Den wir auch in der Luft ausüben können. Smashing. Finde ich geil. Ah, ja, genau. Da lang. Da haben wir doch den Hausmeister summen hören. Haben wir jetzt hier noch was? Nope. Also. Grüß dich, Herr Hausmeister. Wenn du da bist. Da bist du ja. Guten Tag. Gut gemacht. Du hast den Job. Glückwünsche sind angebracht. Ja? Satana. Es passierte beim letzten Tropfen. Ich brauche wirklich einen Assistenten. Das Lustige ist, ich war mal Hausmeisterin. Lol. Eine Rolle, die mir mehr liegt, als Direktorin zu sein. Nur Arti scheint das hier zu begreifen. Ja, hi, Arti. Wir müssen die Quarantäne aufheben, sonst komme ich nicht in die anderen Sektoren. Kannst du mir helfen, zum Überbrückungsschalter zu kommen? Ja, ja. Ganz einfach. Ist gleich um die Ecke. Aber zuerst musst du mal was arbeiten. Nur wenig. Nur ein paar Stunden. Irgendetwas sagt mir, dass es länger dauern wird. Ja, du denkst, da ist ein Hund drin begraben. Ich sehe, du bist keine Schneegans von gestern. Deshalb wirst du eine gute Assistentin sein. Gut. Ich hau die Fakten auf den Tisch. Mekule, Sonon, Perkeles, Voran. Dieses Haus hat ein Ungezieferproblem, ein übles. Sie haben bereits die Kühlpumpen und die Generatoren der Energiequelle kaputt gemacht, Perkele. Und der Pensionär da drin spürt langsam, wie sich das Seil um seinen Kopf zusammenzieht. Die Situation muss gelöst werden, bevor die Quelle explodiert und wir alle verschwinden wie ein Forst in der Wüste. Perkele. Ich versuche mein Bestes, das zu verstehen. Die Kühlpumpen und Generatoren reparieren? Sonst explodiert die Energiequelle? Keine Angst. Ich habe Anweisungen hinterlassen. Du kommst schon noch dahinter, bevor ich Urlaub mache. Die Arbeiten auf der Tafel hier kannst du später machen, wenn du Zeit hast. Urlaub? Na klar. Ja, niemand streicht meinen Urlaub oder die Säbel rasseln. Aber keine Sorge, du nimmst das einfach in die Hand und dann ist diese Krise schnell Schnee von gestern. Du gehst besser jetzt, damit du nicht Hals über Kopf rennen musst. Die Tür hinten führt zur Energiequelle. Die hintere Tür. Großartig. Danke, Arti. Ja, verbrenn den Müll. Wirf alles ins Feuer. Verbrenn es. Verbrenn's zum Rentier, nicht zum Elch. Wir können ja jetzt wieder zurück, ja? Ganz am Anfang war doch ein Raum mit Stufe 2. Ach, müsste jetzt kommen. Thank you.
schön wegwämsen. Macht Spaß. Die Waffe haut voll rein. Gefällt mir. Hallo Leute, nicht abhängen. Ah, Stufe 2. Außer du. Heutzutage verbinden Romane für junge Erwachsene den Plot des Erwachsenwerdens entweder mit einem gekünstelten dystopischen Szenario oder tragischen Romanzen. Außer du. Hat sogar beides zu bieten. Aha. Die Protagonistin und ihr Schwarm suchen nach einem Heilmittel für das sogenannte Wichser-Virus, das die Hauptfigur gleichzeitig umbringt und sich über die ganze Welt ausbreitet. Um das Heilmittel zu finden, unternehmen sie Expeditionen in gefährliche, unbekannte Gebiete. Die Menschen leben in ummauerten Städten, weil dystopische Zukunftsvisionen, und müssen sich unterwegs natürlich einfach verlieben. Mir hat gefallen, dass wir nicht erfahren, ob das Fixer-Virus letzten Endes gefixt wurde. Das Ende war ziemlich mutig, besonders für ein Buch. Für junge Erwachsene. Die Hauptcharaktere unterliegen so kurz vor dem Heilmittel dem Virus und weist ihren Schwarm an, weiterzumachen und die Welt zu retten. Sie weiß, dass sie am Ende ist, doch Erfolg noch möglich sein kann. Sie stirbt draußen im Nirgendwo allein und umgeben von Gefahr. Lässt das Ziel aber nie aus den Augen, so sterben echte Soldaten. Ich gebe diesem Buch 3 von 5, die jugendliche Lebensangst kann ich nicht so nachvollziehen, aber ich würde das Buch einem Kind meines Bruders empfehlen. Wenn du das holst. Pack den Karussellpferd. Ja, wir haben das Karussellpferd, das uns den Dash ermöglicht. Wo wir das Objekt der Macht jetzt aufbewahren? Na, wer weiß. Objekt sollte in einem abgegrenzten Raum aufbewahrt werden, wenn es entbunden wird. Ein Pferd aus glasfaserverstärktem Kunststoff, das einst als Sitz auf einem Karussell diente. Die Stange ist noch am Objekt befestigt. Das Objekt kann kurze Entfernungen in sehr hoher Geschwindigkeit zurücklegen. Das kann sehr gefährlich sein, wenn sich in seinem Weg befindet. Das Objekt ist derzeit an uns gebunden. Herkunft. Das Objekt wurde auf dem Gelände eines ehemaligen Vergnügungsparks gefunden. Lokale berichteten, dass die Fahrgeschäfte selbstständig fuhren und sie hinausgejagt wurden. Ui. Als die Behörde von dem Gerücht erfuhr, wurde Agenten entsandt, um zu ermitteln. Am Schauplatz wurden 3 örtliche tot vorgefunden. Das Objekt griff Agenten an, indem es... Agenten bedienten sich der Formel C5 um das Objekt lange genug, damit sie es einfangen konnten. Ja. Okay, das haben wir ja. Hätte geht dann spulen, aber gut. Das haben wir ja schon gesehen. Die Hotline hat nichts Neues. Nee, die Hotline hat nichts Neues. Missionen haben wir genügend. Munitionseffizienz. Klingt nice.
Jetzt können wir den auch upgraden, theoretisch. Aber wir kommen. Immer schleudern. Machen wir doch. Machen wir so ein bisschen auf. Da ist immer. Fioli. Jetzt haben wir ja auch den Durchgang. Okay, was passiert nochmal, wenn das Ding hochgeht? Strom. Explosion. Zu viel. Pflicht des Direktors. Die Lichter. Ja, dann gucken wir uns mal das richtige Vollding an. Dann müssen wir verstehen, was der uns gerade gesagt hat. Northmore war vor mir Direktor. Ich wollte seinen Job nie haben. Ich wollte nie so viel Macht. Ich ging aus dem Weg, vertraute ihr nicht. Northmore ging es immer nur um Macht. Ein Mann wie eine Explosion. Er gierte nach Macht, nach Ordnung, nach immer mehr. Bis es zu viel wurde. Ich musste eine Lösung finden. Die Situation eindämmen. Northmore hat mich nie gemocht, aber er machte mit, immerhin. Er hatte wohl keine Wahl. Am Ende des Tages ist es die wesentlichste Aufgabe des Direktors, dafür zu sorgen, dass in der Behörde die Lichter nicht ausgehen. Es gab keine Primärkandidaten. Aber es gab mich. Ich war immer da gewesen. Unauffällig, hart arbeitend, hatte nichts zu verlieren. Ich nahm die Waffe in die Hand. Fast als Mutprobe. Ja, aber was wir jetzt zu tun haben, genau, hast du uns immer noch nicht gesagt. Vor ein paar Wochen ist ein Objekt der Macht aus der Panoptikon entkommen. Und alle sollen Ausschau danach halten. Wenn also jemand ein Karussellpferd auffällt, das durch den Sektor schwirrt, informieren Sie mich bitte sofort. Bitte versuchen Sie nicht, es allein einzufangen und binden Sie es unter keinen Umständen an sich. Gut. Tisch. Oh, du siehst intelligent aus. Hier wollen die Textur nicht laden. Guten Tag. Hey, hey, sind Sie neu? Sprechen Sie mit Leiter Arish in der Sicherheitskabine. Er hat das Sagen. Ma'am, hey!
Arish, FBC Sicherheit. Sollten Sie nicht in einem Schutzraum sein? Euch keinen. Hey Simon, ich hab deine Nachricht bekommen. Genau, wenn du dich jemandem im Sektor nach Anhiti fragst, sagst du ihm, dass du dich drum kümmerst und belästest dabei. Unter keinen Umständen soll der Mitarbeiter seine tägliche Routine stören. Ich hab dir alles über ihn erzählt, was ich weiß, damit du mit seinen komischen Gewohnheiten besser klarkommst, aber die Sache ist immer noch streng vertraulich. Ich habe auch deinen Bericht über deinen Steinbrucharbeiter gesehen, der ins Fundament spaziert ist. War absolut richtig, ihn in Gewahrsam zu nehmen. Wir finden erst heraus, was er weiß und entscheiden dann, was wir machen. PS: Falls es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, zwischen Trench und Darling stimmt was nicht. Ich weiß, dass nicht gerade deine Stärke ist, aber dich halt dich bitte da raus. Sie haben alle HAV. Wir sind auf derselben Seite. Ich bin Jesse Faden. Ich bin hier, um die Quarantäne mit dem Überbrückungsschalter aufzuheben. Ja, Leiter Arish, FBC-Sicherheit. Ich bin... Oh, Moment. Sie sind die neue Direktorin. Zu Diensten, Ma'am. Lassen wir die Formalitäten, bitte. Stimmt, Faden. Ma'am. Wie Sie sehen können, ist die Kacke hier am Dampfen. Wir halten die Stellung, aber was auch immer unsere Kumpel befallen hat, lässt sie die Kühlpumpen und Spannungsumformer zerstören. Der NSC ist ständig überhitzt. Und meine Leute werden erschossen, bevor sie irgendwelche Reparaturen machen können. NSC? Sorry, Behördenjargon. So nennen wir die Energiequelle, das große rumpelnde Metallding. Salvador, der Sicherheitschef, bat mich, sie bei einem Angriff zu schützen. Ihr Inhalt ist nämlich gefährlich. Dr. Darling schien zu wissen, dass sie ein Ziel sein würde. Darling, ist er hier? Nein, er kam vor ein paar Tagen runter, bevor alles den Bach runterging. Er war total durch, stank wie ein Bierfass. Faselte etwas von Sicherheitslücken und dass er nur einen großen HRV hatte, ihn aber woanders brauchte. Wenigstens hat er uns diese HRV gegeben, bevor er ging. Hey, hab ich erwähnt, dass er sich die Kleider vom Leib riss? Kranker Typ. Darling wusste, dass das Zischen kommt. Hören Sie, ich plaudere ja auch gerne, aber wir müssen die Wasser- und Elektroanlagen reparieren, bevor hier alles in die Luft fliegt. Ich sag meinen Leuten, sie sollen die Ausgänge für sie öffnen. Ich kümmere mich darum. Sie bleiben hier und halten die Zischer von der Energiequelle fern. Zischer? So heißen die jetzt? Klingt gut. Hören Sie, der Funk ist ausgefallen. Also wenn Sie meinen Boss Salvador da draußen finden, fragen Sie ihn bitte, was der Plan ist. Ich bin mir sicher, er hat inzwischen einen. Ich halte nach ihm Ausschau. Er hat wirklich viel Vertrauen in seinen Boss. Halten Sie durch. Oh. Diese Pumpen und Umwandler müssen funktionieren. Sie war... Ich wollte nur sicher gehen. Okay, irgendwie lädt die Textur hier gerade nicht mehr so ganz, wie sie sollte. Okay, wir sind hier im mittleren Bereich.
Okay. Die Viecher waren komisch. Selbstmordbombe oder sowas. Aber an sich muss man sagen, das Game sieht echt nicht schlecht aus. Aber warum haben laden manche Texturen einfach nicht richtig? Komisch. Liegt vielleicht an dem Bereich hier unten. Vielleicht muss ich mal speichern und das Game mal neu laden. Ersetze die Teile. Ach je. Erstmal alles fixen. Okay, da geht's auch weiter. Haben wir jetzt eigentlich das Werfen fertig? Wir haben sie nicht getötet. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen. Und was sollen wir hier machen? Ah. Ich bin Dr. Pearson, leitende Forscherin der Parakinesiologie. Ich glaube, ich habe eine paranatürliche Code-Omega-Einheit entdeckt, die sich in der Behörde befindet. Direkt vor unseren Augen. Darin weigert es sich, mir das Budget oder die Ressourcen zuzuweisen. Also nehme ich die Dinge selbst in die Hand. Hoffentlich ist diese Aufnahme der Beweis, den ich brauche, um sie zu überzeugen. Der Ofen kann sprechen. Er spricht schon seit einiger Zeit mit mir. Hören Sie. Haben Sie das gehört? Es ist eine Kraft mit Bewusstsein, die kommunizieren kann. Ich hab's gewusst. Es gibt keinen Beleg für einen Aufbau des Ofens. Ich glaube... Entschuldige, was? Ja, ich kann dich füttern. Was isst du? Ich verstehe. Ich versuche, Freiwillige zu finden.
Okay. Der will was essen. Mhm. Ist kein Giftmüll. Aber du bist Giftmüll. Hier unten noch was? Da! Ah, das müssen wir gleich lesen. Hey Busa, zieh dir das mal ein. Die Buchhaltungsabteilung behauptet immer noch, sie meinen Ausgabenberichte nicht bekommen zu haben. Sie sagen, mein Beleg sind wahrscheinlich wegen einer Verschiebung oder einem Grenzbereich oder irgend so ein Mist in die Poströhre verloren gegangen. Wenn sie meine Originale nicht haben, können sie meine Ausgaben für die Rückerstattung nicht prüfen. Das ist so ein Quatsch. Wozu verwenden wir denn diese verfluchten Röhren, wenn die nur unsere Post in einer gottverdammten Annotation auspacken? Ausspucken. Ach, ich lasse hier noch Dampf ab, bevor ich eine offizielle Beschwerde einreiche. Nutzlose Quatschröhren. Explosive Zischer. Hatten wir. Multimedia Hochofen haben wir ja auch. So. Hier unten liegt aber jetzt kein Giftmüllfass mehr rum, oder? Nee. Mal noch in der anderen Grube gucken. Mal da draußen gucken. Nee. Da hab ich auch kein Giftmüll mehr. Ich glaube auch nicht, dass ich über mehrere Räume hinweg. Hier ist neu.
Okay, bringt mir nichts. Haben wir noch irgendwas? Da ist nur eins. Boah, haben wir das auch erledigt. Ich brauche 3. Der Schaden durchschleudern. Energie macht bestimmt auch was. Was haben wir jetzt hier? Das wird langsam. Und die brauchen wir noch gar nicht. Das ist klar, da kamen jetzt noch keine Gegner, wo wir das nutzen konnten. Gut. Jetzt geht's dann da weiter zum Kontrollpanel. Für die Kühlung. Aber das geht es, machen wir erst in der nächsten Folge. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, liken, subscriben, dabei für deine. Und wenn ihr es noch nicht richtig getan habt, die Notation aktivieren, dass YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Sollt ihr euch YouTube nicht benachrichtigen, wenn wo was bei uns abgeht, habt doch einen Twitter-Account von Dennis, den ihr ein Follow reindrücken könnt und auf alle Feeds-Anzeigen einstellen solltet. Denn dann solltet ihr eigentlich safe sein und immer mitbekommen, wenn wo was bei uns abgeht. In dieser Hinsicht bis zur nächsten Folge. Ciao.